wenn wir wollen, dass wir aus dieser Frühphase, sozusagen dieser Wildwest-Manier, und das geht ja solange sozusagen eine Technologie oder auch ein Markt neu ist und emergiert, wie es so schön heißt, ne? Ja, da herrschen Wildwest-Regeln. Wer der Schnellste irgendwie oder die Schnellste ist, okay, dem gehört das Geschäft. Ne? So wie in die guten alten Western-Filme, wer als erst den Colt zieht, dem gehört der Saloon. Aber in dem Moment, wo das über diese kleine Gruppe von Pionieren, Goldgräbern und Goldgräberinnen, falls es die damals auch gegeben hat, hinausgeht, die sagen, unter Einsatz aller ihrer Kräfte dann rausgehen und irgendwo anfangen zu buddeln. Ab dem Moment braucht es ein geordnetes Leben, nicht nur, weil man sagt, okay, Regeln sind wichtig, sondern weil Vertrauen nur damit möglich ist und ohne Vertrauen wird das Business nicht gehen. Das heißt, wenn wir wollen, dass wir erfolgreich auch ökonomische Zukunft in dieser digitalen Welt haben, gerade auch sozusagen aus einer europäischen Position, dann müssen wir dafür sorgen, dass es Regeln gibt. Und wir müssen auch dafür sorgen, wie diese Regeln zustande kommen. Und ich weiß, also gerade jetzt mit Wirtschaftstreibenden ist oft, wenn man Regulierung sagt, sofort, aus gutem Grund, verstehe ich, sofort sozusagen, auf keinen Fall. Ne? Und gerade in dem Bereich, wenn man jetzt denkt, sozusagen die Entwicklung dieser neuen, unheimlich mächtigen Werkzeuge des Machine Learning oder der sogenannten Artificial Intelligence, die funktionieren alle nur, weil es Unmengen von Daten gibt. Aber Daten sind eben, man sagt es zwar so einfach, sie sind der Rohstoff der digitalen Welt. Aber im Gegensatz zum Rohstoff, weiß ich nicht, Eisenerz oder sonst irgendwas, das ja einfach nur eine Materie ist, sind Daten immer mit Menschen verknüpft. Daten sind ja nicht einfach nur ein Material. Daten haben immer im Hintergrund und unmittelbar verknüpft einzelne Menschen, ihre Schicksale, ihr Leben. Und das fordert von uns natürlich auch eine andere Kultur, über Daten und Datenwirtschaft nachzudenken. Und deswegen sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Und Regulierung ist in dem Sinn überhaupt nicht zu sehen als etwas, das Dinge verbietet, sondern man muss es wirklich als das denken, was die Schienen legt, was die, sagen, das Feld aufbereitet, in dem wir dann als Wirtschaftstreibende agieren können, in dem die Forscherinnen und Forscher agieren können. Und das ist ja etwas, was wir auch als Gesellschaft verschlafen haben. Ne?